Mascha Kurpitz-Bricky, herzlich willkommen bei uns im Rathaus. Du bist ja schon seit heute Morgen auch als Zuhörerin dabei. Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns berichten wirst. Und zwar wirst du zum Thema Potenziale und Diskriminierungsrisiken in KI-Anwendungen sprechen. Ich sage auch ein paar Worte zu dir und frage, bist du Professorin für Data Engineering an der BFH in Biel, also eine BFH-Kollegin, aber an einem anderen Standort. Du bist dort auch Deputy Head der Machine Intelligence Research Group, also auch absolut im Thema drin. Zuvor war Mascha Kurpitz-Bricky tätig bei der BEDAG Informatik AG, auch Partner unseres Instituts und hat den PhD an der Universität Neuchâtel gemacht. Also vielen Dank, dass du hierher gekommen bist und wir freuen uns sehr auf deinen Input. Super, vielen Dank für die Einführung. So, jetzt sehen wir die Slides. Es freut mich sehr, hier heute dabei zu sein und einerseits die Potenziale nochmal aufzuzeigen kurz, insbesondere im Hinblick auf Text, aber dann auch insbesondere auf die Risiken ein bisschen einzugehen. Es gibt da ein paar Dinge, unter anderem die Diskriminierungsgefahr, die in diesen Sprachmodellen oder auch in KI-Anwendungen ganz allgemein ein Problem sein können und über die man sprechen muss, weil es einen Einfluss hat auf, wie wir diese Technologien vernünftig und verantwortungsvoll einsetzen können. Sie haben es vielleicht selber ausprobiert, ChatGPT, ziemlich eindrücklich, was da möglich ist. Ziemlich eindrücklich, was mit maschineller Übersetzung heutzutage bereits möglich ist, zumindest für die Sprachen, wo es viel Unterstützung gibt. Wir kommen auf das später dann nochmal zurück. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mit solchen Anwendungen Informationen aus Texten zu extrahieren, große Mengen von Daten automatisch sozusagen durchzulesen und bestimmte Inhalte daraus zu fischen, Texte zu generieren. Wir hatten heute das Beispiel auch schon, Vorschläge zu machen für automatische E-Mail-Antworten, Antworten auf häufig gestellte Fragen via Voicebot, via Chatbot und so weiter. Ich möchte nochmal zurückkommen auf, was ist es eigentlich, diese künstliche Intelligenz? Und dann eigentlich auch zu dem Schluss kommen, warum mir der Begriff künstliche Intelligenz für das, was wir im Moment machen, eigentlich überhaupt nicht gefällt. Um damit anzufangen, möchte ich kurz darauf eingehen, was denn jetzt diese künstliche Intelligenz, diese Artificial Intelligence, wo wir heutzutage meistens das maschinelle Lernen mit meinen, wie sich das von der traditionellen Software ein bisschen unterscheidet. Bei traditioneller Software können wir das eher vergleichen mit einem Koch- oder Backrezept. Wir haben eine ganze Reihe von Zutaten. Es steht genau dabei, wie viel wir haben von welchen Zutaten. Es gibt spezifische Anleitungen, Schritt für Schritt. Wir können nachvollziehen, was da passiert. Und am Schluss gibt es ein Resultat. Und idealerweise, wenn jetzt eine andere Person das gleiche Kochrezept macht oder den gleichen Kuchen backt, kommt am Schluss das gleiche Resultat raus. Bei maschinellem Lernen funktioniert das ein bisschen anders. Die Idee beim maschinellen Lernen ist, dass wir diese Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Wir drehen das Ganze um und fangen mit den Daten, die wir schon zur Verfügung haben, an. Trainingsdaten, das kann einerseits können das Daten sein, die einfach verfügbar sind. Andererseits haben wir oft im Fall vom überwachten maschinellen Lernen den Fall, dass diese Daten auch noch eine Zuordnung brauchen. Dass wir sagen, dies hier ist ein typisches Beispiel für A und diese anderen Daten sind ein typisches Beispiel für B, eine andere Gruppe. Und wir dann basierend auf diesen Daten durch diesen Prozess des maschinellen Lernens ein sogenanntes Model entwickeln, wo dann diese Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wo dann sagen kann, ich habe Beispiele von Typ A und Typ B gesehen und kann jetzt selbstständig eine Schätzung machen, welches denn es jetzt wahrscheinlicher ist. Schauen wir uns das mit einem Beispiel an. Wir wollen ein Bildklassifikationssystem trainieren, das zwischen Hunde- und Katzenbilder entscheiden kann. Das heißt, wir geben eine ganze Reihe von Beispielen von Katzen und eine ganze Reihe von Beispielen von Hundebildern als Trainingsdaten. Und jedes Bild ist entsprechend markiert und sagt, okay, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Wir haben jetzt hier 4 Bilder, aber es ist dann natürlich so, dass wir da von Hunderten oder Tausenden von Bildern reden. Weil das System, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist nur so schlau wie die Trainingsdaten. Es hat nicht im Vergleich zu Menschen die Gesamtsicht,
Es kann nicht anderen Kontext berücksichtigen. Es lernt auf diesen Trainingsdaten. Und das System hier ist dann schlussendlich in der Lage, für ein Bild zu sagen, ob es wahrscheinlich eine Katze oder ein Hund ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch beim Einsatz solcher Technologien in der öffentlichen Verwaltung mit einbeziehen müssen, ist, es kann auch mal falsch liegen. Und wenn wir eine Problemstellung haben, wo wir es uns nicht erlauben können, dass das System auch mal falsch liegt, dann müssen wir uns überlegen, ob das in dieser Form das Richtige ist. Und was ich mir jetzt heute gerne mit Ihnen zusammen anschauen möchte, ist die Frage, was für Stereotypen können in diesen Trainingsdaten enthalten sein und was bedeutet es für die Fairness von Entscheidungen? Wir gehen deswegen hier von künstlicher Intelligenz ganz allgemein wieder ein bisschen spezifischer auf den Fall der natürlichen Sprachverarbeitung ein. Und insbesondere werden wir uns Word Embeddings jetzt gemeinsam anschauen. Die Word Embeddings, das sind Vektoren, die Wörter mathematisch abbilden, das, wie wir gleich sehen werden, sehr wichtig ist. Und zwar, und die Word Embeddings, die wir jetzt hier anschauen, das ist so ein bisschen technologisch gesehen die Vorläufer von den Sprachmodellen, die wir jetzt auch heutzutage im Einsatz haben bei den eindrücklichen Systemen. Und das, was wir jetzt hier anschauen werden für diesen spezifischen Fall der Word Embeddings, ist einerseits auch sehr, sehr relevant für alle Transformer-basierten Modelle in ähnlicher Form, also für GPT-Modelle, für Google's BERT-Modelle und so weiter. Und andererseits, diese Stereotypen, wie wir sie hier in den Sprachmodellen sehen werden, sind auch relevant in anderen KI-Bereichen. Wir sehen ähnliche Entwicklungen bei Trainingsdaten von Applikationen, wo Bilder inkludiert sind. Schauen wir uns also an, was diese Word Embeddings sind. Für Menschen ist es typischerweise sehr interessant, die natürliche Sprache zu verwenden, also beispielsweise Deutsch oder Englisch und entsprechend Wörter wie Katze oder Cat anzutreffen und zu lesen. Für die automatische Verarbeitung ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Und deswegen, wir hatten das ja in einem vorherigen Talk auch schon kurz gesehen, möchten wir diese Wörter in mathematische Vektoren übersetzen. Mathematische Vektoren kann man sich üblicherweise so in 2-3 Dimensionen noch einigermaßen vorstellen. Hier reden wir meistens von 300 Dimensionen, was aber mathematisch gesehen trotzdem ähnlich verarbeitet werden kann, aber halt viel mehr Möglichkeiten bildet. Hier noch ein anderes Beispiel. Wir hatten das in dem vorigen Talk eben auch schon gesehen, dass gewisse Wörter mit gewissen ähnlichen Eigenschaften diese Eigenschaften teilen und es uns deswegen erlaubt, zu verstehen, ob Wörter eine ähnliche Bedeutung haben. Jetzt hier in dieser vereinfachten Darstellung bedeutet das, dass die Vektoren von Hund, Katze oder Pferd eher nahe beieinander sein könnten, weil alles Tiere sind. Hund und Katze vielleicht sogar noch ein bisschen näher zusammen, weil beides Haustiere sind. Und Sturm und Gewitter, Wörter, die damit jetzt nichts direkt zu tun haben, aber zueinander wieder eine etwas ähnliche Bedeutung haben, wären dann etwas weiter weg von dieser Gruppe hier. Jetzt hier ist das natürlich mit viel weniger Dimensionen dargestellt. Aber das gleiche Prinzip gilt auch für einen Vektorraum mit 300 Dimensionen. Wir sehen oder wir können mittels Berechnungen ausfindig machen, wie die Wörter zusammengehören oder welche Wörter ähnliche Bedeutung haben. Schauen wir uns ein Beispiel an. Dank dieser Eigenschaften von diesen gängigen Word Embeddings können wir so ein Quiz lösen, wo zum Beispiel steht, dass Man is to King as Woman is to X. Sie sehen, das Beispiel kennen wir schon auch aus einem der vorherigen Talks. Und es ist dann effektiv so, dass wir uns diese Beziehungen zwischen den Wortvektoren zu Nutzen machen können. Mittels mathematischer Berechnungen, Subtraktion von Vektoren, können wir dieses X ausrechnen und wir finden dann, dass der berechnete Vektor X das Wort Queen, dem Wort Queen entspricht in diesem 300-dimensionalen Vektorspace. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr nützlich für vielerlei Anwendungen. Es ist einerseits ermöglicht die Kodierung von diesen Wörtern als Vektoren, die dann für die Anwendung genutzt werden können. Die genutzt werden können, um zu schauen, ob zwei Texte oder Dokumente ähnlich sind, ob Sätze beispielsweise ähnlich sind zueinander. Ob zum Beispiel
vielleicht eine Antwort, eine gute Antwort auf eine Frage sein könnte. Das Problem, das wir haben, dass alles, was wir als Gesellschaft an Daten produzieren oder an Stereotypen enthalten, sich hier abbildet. Dafür muss ich vielleicht ein paar Worte sagen, woher diese Word Embeddings kommen. Die Word Embeddings werden trainiert, also mittels eines Trainingsverfahrens, bei dem die Daten von großen Textmengen, die von unserer Gesellschaft produziert wurden, extrahiert werden. Das heißt, ähnlich zu den Large Language Models, die heute ja auch schon angesprochen wurden, werden große Mengen von Texten gesammelt, wo wir teilweise wissen, wo die Texte herkommen, und bei anderen Modellen, die verschlossen sind, wissen wir das weniger. Aber Fakt ist, es sind alles von Menschen produzierte Texte, News-Texte, Online-Texte, wie auch immer. Und was dort typischerweise vorkommt oder was häufig vorkommt, oder spiegelt sich wieder in den Word Embeddings. Das heißt, während diese Eigenschaften hier oder viele andere Eigenschaften sehr nützlich sein können, ist es sehr problematisch in anderen Fällen. So hat dieses Forschungspaper hier, das eines von den ersten war, das dieses Fachgebiet sozusagen eröffnet hat, wenn man das so sagen kann, gezeigt, dass Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker. Das sind Verknüpfungen, die möchten wir wirklich nicht in unseren produktiven Anwendungen haben. Ist aber Tatsache so in diesen Word Embeddings inkodiert. Ähnlich sieht es aus mit Father is to Doctor as Mother is to Nurse. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal in den Übersetzungen oder wenn immer ein System mit Wahrscheinlichkeiten probiert, Übersetzungen zu machen, beispielsweise von einer Sprache, wo he und she nicht unterschieden werden kann. Und der Satz, he oder she is a nurse, muss auf Deutsch oder Englisch übersetzt werden, muss entsprechend eine Vermutung gemacht werden. Und das ist die Vermutung, die das System machen würde, basierend auf den Trainingsdaten, die es zur Verfügung hat. Das Problem ist nun, dass wir haben jetzt hier zwei Beispiele gesehen für die englische Sprache und für geschlechtsspezifisch. Doch wir haben das Gleiche, wie mehr und mehr Forschung gezeigt hat, für ganz unterschiedliche Arten von Bias. Es konnte gezeigt werden, dass beispielsweise Vornamen, die eine bestimmte Herkunft haben, mit anderen Wörtern assoziiert sind als Vornamen, die eine andere Herkunft haben. Es gibt eine ganz, ganz Palette von verschiedenen Arten von Bias, die wir in diesen Word Embeddings und diesen Sprachmodellen antreffen. Das heißt, wir haben jetzt hier die erste Frage sozusagen schon beantwortet. Ja, die Sprachmodelle enthalten die Stereotypen. Doch was bedeutet das für die Entscheider? Ich muss Sie jetzt hier leider enttäuschen, es gibt keine abschließende Antwort, wie viel der Impact von diesen Stereotypen auf die Entscheider ist, weil es einerseits sehr schwierig ist, dieses überhaupt vollumfänglich nachzuweisen, da wir immer einzelne Stereotypen identifizieren können und nachweisen können. Und man weiß, dass es eine Entscheidung hat, je nachdem, was es für eine Anwendung ist, und dass es unbedingt mitgedacht werden muss. Es wurde auch gezeigt, dass dies sprachabhängig ist. Also die erste Forschung in diesen Gebieten zeigt, dass wir nicht unbedingt sagen können, okay, es gibt diesen Bias hier für Englisch und wir übersetzen das auf Deutsch, sondern dass es sein kann, dass in jeder Sprache der eigene kulturelle Bias dieser Sprache oder dieser Region abgebildet ist. Das heißt, selbst wenn wir eine Methode hätten, diesen Bias vollumfänglich zu entfernen, was sehr schwierig ist, da er so viele Facetten haben kann, sodass es eigentlich eher technisch darum geht, die abzuschwächen oder den Bias zu reduzieren, müssten wir das für jede einzelne Sprache neu machen. Diese ganze Problematik ist eine Forschungsrichtung, wo sehr viel und intensiv dran geforscht wird, um zu sehen, wie können wir mit diesem menschlichen Bias, der in den Systemen reflektiert wird, umgehen. Unter anderem setzen wir uns mit diesem Thema im EU-Forschungsprojekt Bias, Mitigating Diversity Bias in the Labor Market, im Moment auseinander, das letztes Jahr gestartet ist. Dort wird untersucht in einem interdisziplinären Team, unter anderem auch mit rechtlichen und sozialwissenschaftlichen Einblicken, zu untersuchen, wie KI-Anwendungen auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden, wie der menschliche Bias aus dem Rekrutierungsprozess sich auf die KI reflektiert wird und wie wir das messen und reduzieren können.
Wie gesagt, die Herausforderung liegt weiterhin darin, mit diesem Bias in diesen Word Embeddings oder Sprachmodellen umzugehen. Ein verantwortlicher Einsatz, den, wie wir gleich am Schluss sehen werden, darauf hinausläuft, dass es den Menschen unbedingt braucht. Ich möchte jetzt noch auf ein paar weitere Risiken eingehen. Und zwar gab es bereits vor 2 Jahren dieses Paper über die Stochastic Parrots, wo auch sehr viele Risiken im Hinblick auf diese Large Language Models angedacht wurde. Und die Frage war, how big is too big? Ab wann sind diese Sprachmodelle so groß und so komplex, dass wir nicht mehr in der Lage sind, bestimmte Sachen nachzuvollziehen? Die Kritikpunkte, die da thematisiert wurden, waren unter anderem auch die Umweltauswirkungen und die finanziellen Kosten der Trainings solcher Modelle. Der Aufwand, den man betreiben muss von einer Hardware-Seite, was sich schlussendlich auch auf finanzielle und Stromverbrauch auswirkt, ist enorm, um so ein Modell zu trainieren. Wenn wir zum Beispiel an Modelle in der Größenordnung von GPT-3 oder 4 denken. Und es ist ja nicht damit getan, häufig das System einmal zu trainieren, sondern um dieses gute, funktionierende Modell zu kommen, sind sehr, sehr, sehr viele technische Ressourcen nötig. Entsprechend wird es dann auch so, dass sich die Personen oder die Organisationen und Firmen, die solche Modelle entwickeln können, auf eine sehr kleinere Gruppe beschränken, was wiederum dann einen Einfluss hat auf wie diese Systeme gestaltet sind und welche Aspekte mit einbezogen werden. Daneben wurden die problematischen Datasets erwähnt, die Stereotypen enthalten, wie wir gesehen haben für die Word Embeddings in ähnlicher Weise. Wenn solche großen Mengen von Text verarbeitet werden, führt es dazu, dass entsprechend nicht mehr die Texte manuell kontrolliert werden können, einfach weil es zu viele sind. Des Weiteren wurde auch noch erwähnt, dass die Interpretation von Bedeutung in generierten Texten ein Problem ist. Dass der Eindruck entsteht bei der Art und Weise, wie ChatGPT schreibt oder wie die Texte aussehen, die da generiert werden, dass da eine Bedeutung dahinter steht. Wobei die Aufgabe von solchen Sprachmodellen es eigentlich ist, mit Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, welches das wahrscheinlichste nächste Wort ist, ohne die eigentliche Bedeutung dahinter zu generieren. Ein weiteres Problem, das ich kurz erwähnen möchte, und das passt ziemlich gut zu, was wir vorher gesehen hatten, dass bestimmte Sprachen oder viele, viele Sprachen, die auf dieser Welt gesprochen werden, ausgeschlossen sind von diesen ganzen Innovationen hier. Da gibt es auch ein Paper zu, das eigentlich beschreibt, dass nur eine ganz, ganz kleine Zahl von all diesen weltweit gesprochenen Sprachen hier profitiert. Von der Forschung, von der Entwicklung, von diesen Anwendungen ganz allgemein. Was dann wiederum zu einer größeren Umverteilung und wieder einem Fokus auf ganz bestimmte Gruppen, die diese Anwendungen entwickeln, promoten und auch mitbestimmen, wie viel Diversität und Inklusion bei der Entwicklung in Betracht gezogen werden. Dann haben wir ja noch das andere Problem, auf das ich hier nicht im Detail eingehen werden kann, dass die Erklärbarkeit nicht gegeben ist. In vielen Methoden ist es einfach nur mal technisch so, dass im aktuellen Stand der Forschung selbst Expertinnen und Experten nicht genau wissen, wie die Entscheidung getroffen wurde. Und das ist natürlich für Rückfragen, für sehr kritische Entscheidungen über Menschen oder über Ressourcen ein großes Problem. Und das ist auch ein eigenes Forschungsgebiet, das sich damit auseinandersetzt, wie können wir effiziente Methoden haben, die gleichzeitig die benötigte Erklärbarkeit umsetzen können. Was möchte ich Ihnen mitgeben? Ich möchte Ihnen mitgeben, dass dies alles laufende Entwicklungen sind in der Forschung, dass dies Bestrebungen sind, wo die ganze Gesellschaft mitbeteiligt ist. Es wird die Art und Weise, wie wir arbeiten und lernen, vielleicht beeinflussen. Und ich möchte gerne, dass das nicht durch einzelne Tech-Firmen entschieden wird, sondern durch die Gesellschaft als Ganzes. Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wo wir hin möchten. Was ist sinnvoll? Möchten wir diese Terminator-AI entwickeln, diese General Artificial Intelligence, die mehr ein Mythos als eine technische Realität ist aktuell, möchten wir die mitentwickeln oder möchten wir
smarte Tools haben, die den Menschen unterstützen. Und ich komme deswegen wieder darauf zurück, warum mir dieser Ausdruck der künstlichen Intelligenz nicht so ideal erscheint. Ich denke, wir sollten eher in Richtung Augmented Intelligence gehen, statt Artificial Intelligence. Tools, die Menschen unterstützen, anstelle die Menschen zu ersetzen. Es gibt, wie wir gesehen haben, sehr viele Aufgaben, wo diese Tools sehr, sehr hilfreich sein können, dass sie bestimmte repetitive Aufgaben sehr effektiv abwickeln können. Aber es gibt Dinge wie das Reflektieren von diesen Entscheidungen, das Einbeziehen des Gesamtkontextes, das bei Menschen in viel, viel besseren Händen ist. Durch diese Augmented Intelligence, die die Intelligenz des Menschen erweitert, gibt es in Zukunft auch im öffentlichen Sektor sehr, sehr viele tolle Potenziale für diese Technologien, die wir auch unbedingt ausnutzen sollten. Herzlichen Dank.